Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, heute beraten wir in zweiter Lesung den Entwurf des Landeshaushaltes für die Jahre 2022 und 2023. Und der vorliegende Entwurf sendet wichtige Signale für die kommenden zwei Jahre. Mit der neuen Regierungskoalition aus SPD und Linke gibt es innovative und progressive Impulse eingerahmt. Sind diese Impulse durch unsere thematischen und inhaltlichen Schwerpunkte auch finanziell untersetzt für die Zukunft unseres Bundeslandes. Die MV-Koalition sendet mit diesem Haushalt richtige Signale in diesen schwierigen Zeiten. Meine Damen und Herren, nach der ersten Lesung und der Überweisung des Haushaltsgesetzes und der anderen Gesetze kam es in den Ausschüssen ja zu intensiven, der eine mag es nicht so gesehen haben, aber auch sehr konstruktiven Anhörungen, aber auch Beratungen. Bei den Anhörungen muss ich mal dazu sagen, mich haben einige Anzuhörende gefragt, warum sie eigentlich hier waren. Das war doch schon alles bekannt. Gerade CDU-Mitglieder haben mich gefragt, warum sie eigentlich bei Anhörungen hierher kommen mussten, weil das doch eigentlich inhaltlich schon mehrfach bekannt gegeben wurde. Aber gut, kann ich Ihnen sagen, nachher können wir nachher drüber reden. Aber in der Finanzausschusssitzung, nein, das muss ich jetzt nicht sagen, hat ja auch was mit Persönlichkeitsrechten zu tun und ich will hier keinen an Pranger stellen, ne? Wie die Beratungen im Finanzausschuss verliefen, haben wir nur alle hinreichend auch schon gehört. Und auch aus den mündlichen Ausführungen des Ausschussvorsitzenden konnten wir das entnehmen. Aber, meine Damen und Herren, ich möchte mich auch an dieser Stelle für die SPD-Landtagsfraktion bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen Ministerien und Landesbehörden für die Erstellung des Haushaltsentwurfs noch einmal bedanken. Ihnen allen gebührt Dank und Respekt vor dieser wirklich tollen Arbeit. Und einen besonderen Dank, auch persönlichen Dank, möchte ich an das Ausschusssekretariat des Finanzausschusses mit Patrick Albrecht als Frontmann senden. Vielen Dank für die tolle Arbeit, teilweise auch über etlichen Stunden und am Pfingsten. Ich glaube, das muss man mal applaudieren. Meine Damen und Herren, mit diesem Doppelhaushalt für 2022 und 2023 investieren wir in eine soziale und gerechtere Zukunft, setzen deutliche Akzente an eine nachhaltige und ökologische Wirtschaft sowie einen besseren Klimaschutz für die Menschen in unserem Bundesland. Es wurde auch schon gesagt, mit ca. 10 Milliarden Euro in 2022 und 9,7 Milliarden Euro in 2023 stellen wir wichtige Weichen für die kommende Zeit. Die kommende Zeit wird aber auch nicht einfacher mit Corona, dem Angriffskrieg Putins, mit den Herausforderungen, der jetzigen Herausforderungen in der Energieversorgung und mit dem Bedarf an Arbeitskräften in allen Bereichen unseres Lebens, nenne ich nur einige große Herausforderungen, die jetzt schon da sind, aber auch noch auf uns zukommen werden. Wie wir diesen Herausforderungen im Kleinen wie im Großen begegnen können und wollen, erleben wir jeden Tag mit Zahlen im Landeshaushalt wie auch im Bundeshaushalt. Zusätzlich helfen hier auch EU-Programme. Mit dem neuen Doppelhaushalt wollen wir als MV-Koalition die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Belastungen der vorgenannten Herausforderungen konsequent versuchen abzufedern. Uns alle eint der unbedingte Wille für eine gute und sichere Zukunft unseres Landes. Der neue Haushalt untermauert unseren Aufbruch 2030, wer das noch nicht verstanden hat, vielleicht jetzt, und berücksichtigt anstehende Herausforderungen für uns. Meine Damen und Herren, mit dem Doppelhaushalt werden wir wesentliche Vorhaben der rot-roten Regierungskoalition nun nach und nach umsetzen. Und wie ich bereits in der ersten Lesung sagte, wir sollten dabei aber nicht vergessen, es ist der erste Doppelhaushalt in dieser Legislaturperiode. Da kommt noch mehr, Herr Domke. Meine Damen und Herren, kurz nach der ersten Lesung erfolgte die Mai-Steuerschätzung und erzeugte ein kurzes Aufatmen in allen Reihen. Denn trotz aller Erwartungen, die Steuereinnahmen würden einbrechen, gehen die Expertinnen und Experten davon aus, dass die Steuereinnahmen höher ausfallen werden als mit der November-Steuerschätzung 2021 prognostiziert. Mit diesem Doppelhaushalt investieren wir weiter in Familien und Bildung für gute und sichere Arbeitsplätze, in den Klimaschutz und damit in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes und speziell für unsere Kinder natürlich. Wir treiben den Ausbau der erneuerbaren Energien voran mit der Zielstellung einer ökologischen Mobilität für jedes Alter. Es kommt zu einer substanziellen Förderung von Wasserstoffprojekten und zu einer höheren Wirtschaftsförderung für grüne Gewerbegebiete. Hierzu kommen Mittel für das PTX-Transfertechnikum des Leibniz-Institutes und das PTX-Anwenderzentrum Wasserstoff beim Fraunhofer-Institut. Wir legen ein besonderes Augenmerk auf die Förderung von Existenzgründerinnen und Existenzgründern. Diese Investitionen stellen auch einen sicherheitspolitischen Beitrag dar und verstärken die Bemühungen, eine Energieunabhängigkeit zu erreichen. Ziel ist die Abkehr von fossilen Brennstoffen. Dies ist noch ein weiter Weg, aber er ist nicht unmöglich zu erreichen.
Meine Damen und Herren, neben einer klima- und umweltgerechten Ausrichtung setzen wir weiterhin auf soziale Verbesserungen, und diese sind einzelplanübergreifend. Mit jährlich ca. 1,75 Milliarden Euro stärken wir den Haushalt des Ministeriums für Bildung und Kindertagesförderung. Die neue Struktur wird ja hinlänglich auch begrüßt. Dass es gestern zu der KiFIG-Auseinandersetzung kam, ich glaube, das war auch eher nicht hausgemacht, sondern von den Oppositionsfraktionen so im Vorfeld, so geplant, inszeniert, wenn es nur darum gegangen wäre, das, was immer gesagt wurde beim KiFIG, wir geben den Kommunen die 36 Millionen Euro zur Verfügung, damit wir die Abschlagzahlen erhöhen können, weil wir auch von vornherein gesagt haben, auch mit der Zustimmung der CDU damals, haben wir gesagt, wir wissen nicht, in welche Richtung das jetzt genau geht, wie am Ende des Tages die Zahl nach dem Istgleichen ist. Und da haben wir gesagt, da werden wir uns das genau angucken und nötigenfalls nachschärfen. Aber das haben Sie auch vergessen. Aber gut, das ist halt so mit einer Amnesie. Wenn sie da ist, dann ist sie nun mal da. Meine Damen und Herren, wir wollen alles erdenklich Positive für unsere Kinder erreichen. Dazu gehört zu Beginn eine betreuende Krippe und Kita, anschließend eine exzellente schulische Ausbildung mit tollen Lehrerinnen und Lehrern. Wir senden mit dem Doppelhaushalt ein starkes Signal für Bildung und Fortschritt und legen das finanzielle Fundament für das Programm. 1.000 Stellen besetzen, sichern und erweitern im Bildungsbereich. Und ich darf nochmal das wiederholen, festigt ja vielleicht ein bisschen, besetzen, sichern und erweitern. Und darauf auch auf den Kollegen Terpe nochmal einzugehen. Vielleicht müssen Sie das dann nochmal mit sich im Reinen sein oder mit sich selber klären, wie Sie das denn richtig lesen. Ich lese es jedenfalls so. Wir stärken darüber hinaus das Ganztagsangebot mit dem kinderfreien, kostenfreien Ferienhort. Das ist eine gute Sache, kostenfreien. Entschuldigung, dass ich mich mal versprechen darf. Das werden Sie mir sicherlich auch mal zugestehen, Herr Kollege Ehres. Ne? Aber wir reden ja über Arroganz, wie Sie so schon sagen. Das war mit Sicherheit mehr als nur ein arroganter Ausfall. Aber gut, das ist dann halt so. Jetzt ist hier mal Ruhe. Ich dachte, einen Moment, es ist jetzt Ruhe. Und der Nächste, der sich jetzt äußert, kriegt einen Ordnungsruf. Ich dachte, ich hätte genügend gesagt, dass wir hier zu einer sachlichen Debatte zurückkommen. Und ich hatte eigentlich vermeiden wollen, das Wort Arroganz wieder in den Raum zu stellen, das ja von vielen hier genannt wurde. Und das einer sachlichen Debatte möglicherweise auch nicht zuträglich ist. Von daher weise ich jetzt nochmal darauf hin, dass wir versuchen sollten, in der Sache zu diskutieren und andere Abgeordnete nicht in ihrem Auftreten über Gebühr zu bewerten. Und das gilt für alle. Bitte schön, Sie können fortfahren. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich ziehe das zurück, diese Äußerung, und entschuldige mich dafür bei Herrn Ehlers. Meine Damen und Herren, so viel Zeit muss auch mal sein. Die Änderungen im Kindertagesförderungsgesetz kommen allen Seiten entgegen. Die sind sachgerecht und verleihen hinreichend Planungssicherheit. So wird auch erneut die kommunale Ebene gestärkt, das haben wir auch gehört, und ihre Forderungen werden auch umgesetzt. Das ist ja auch das, was wir wollen. In die mittelfristige Finanzplanung wird die Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels aufgenommen, und somit kann man mit der Abarbeitung dieses wichtigen Programms oder Punktes aus der Koalitionsvereinbarung frühzeitig begonnen werden. Ich erwähne es erneut, nicht alles auf einmal. Zunächst müssen einige Steine aus dem Weg geräumt werden. Dies ist uns allen aus früheren Absenkungsschritten auch bekannt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zu einem weiteren sozialpolitischen Schwerpunkt zähle ich auch die Verbesserung beim ÖPNV. Wurde ja schon mehrfach genannt auch heute. Ein Vorhaben unserer MV-Koalition ist die Einführung eines landesweiten Rufbussystems für 16 Millionen Euro, die Weiterführung des Azubi-Tickets und das neue Seniorenticket. Gerade beim Seniorenticket muss ich sagen, entlasten wir Seniorinnen und Senioren, die sich anscheinend oder vielleicht nicht das Ticket leisten können. Und deswegen erst mal der Schritt und dann kommen die anderen Schritte. Letztlich schlagen diese sozialpolitischen Schritte noch mal insgesamt mit 35 Millionen Euro zu Buche, was schon ein riesengroßer Schritt ist für den ÖPNV. Und ich denke auch, ein oder andere Kollege wird nachher beim Einzelplan dazu auch noch was sagen. In Mecklenburg-Vorpommern als einem Flächenland verbessert sich somit die Mobilität für alle Benutzerinnen und Benutzer. Jetzt sind noch andere Akteure gefragt und am Start, damit der Wohnort und das Alter keine Rolle beim Erreichen des Mobilitätsangebotes spielen darf. Ausgeklügelte und bedarfsgerechte Liniennetze komplettieren die Verbesserung beim ÖPNV. Dass das ein sehr schwieriges Feld ist, erleben wir gerade auch in meinem Landkreis Nordwest-Mecklenburg, wo sich die einzelnen Player auch nicht gerade mit Samthandschuhen anfassen, um ein einheitliches System
ein Liniensystem hinzubekommen. Der Kollege Domke, glaube ich, weiß, was ich meine. Besondere Bedeutung für die sozialen Errungenschaften in der Gesellschaft finden wir auch im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport. Gemessen an seinem Volumen finden wir allerdings den geringsten Anteil an frei verfügbaren Mitteln. Mit der finanziellen Aufstockung des Integrationsfonds auf 2 Millionen Euro setzen wir ein deutliches und notwendiges Signal, damit geflüchtete und zugewanderte Menschen besser in unserer Gesellschaft zurechtkommen. Begleitend dazu wurde bekanntlich ein Projekt im Strategiefonds gestern umgewidmet und steht jetzt zusätzlich zur Verfügung. Wir dynamisieren mit 2,3% die Haushaltsmittel für den Bereich der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der sozialen Beratung und der Gesundheitsberatung. Dies ist für eine bessere Entlohnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgesehen. Des Weiteren erfolgt eine Dynamisierung der Landesmittel für die Kinder- und Jugendförderung um jährlich um 2,3%. Flankiert wird diese Maßnahme mit den Fördermöglichkeiten des neu gestalteten Landesjugendplans. Die Schulsozialarbeit und die Jugendsozialarbeit wird auf hohem Niveau gemeinsam mit den Kommunen fortgesetzt, dies aus Mitteln des ESF Plus bis zum Jahre 2029. So kommt es auch zu schrittweisen tariflichen Verbesserungen der Vergütung und zu besseren Arbeitsbedingungen. Im Bereich der Haushaltsberatung ist es in einigen Bereichen zu Ansatzerhöhungen gekommen. Ich darf ja keinen begrüßen, aber es ist schön, dass einige sportlich affine Persönlichkeiten in diesem Raum auch sitzen. Und darum, der Bereich Sport wurde laut Entwurf von 8,95 Millionen Euro auf 11,7 Millionen Euro erhöht. Zusätzlich konnten 750.000 Euro beschlossen werden. Diese Summe wird zusätzlich für den Erwerb von Großsportgeräten und für Maßnahmen zur Stärkung des Ehrenamtes, der Integration, der Kinder- und Jugendsport, der Behinderten- und Gehörlosensports und der Nachwuchsleistungssport zur Verfügung gestellt. Da fehlt noch einiges, da hat der Kollege Waldmüller sicherlich recht, da müssen wir noch ein bisschen was tun, das werden wir da auch irgendwie mal hinkriegen. Weiterhin wurden durch Beschlussfassung im Finanzausschuss die Ansätze für die Förderung des Kinderschutzbundes und der ehrenamtlichen Betreuungsvereine erhöht. Gerade im Bereich des Sport- und Kinderschutzbundes zeigt sich der politische Wille aller Fraktionen. Dies sollte beim nächsten Entwurf zum Doppelhaushalt 2024-25 im nächsten Jahr gleich Berücksichtigung finden. Vielleicht kann das die Landesregierung ja im Bereich mitnehmen. Bei den Universitäten, Hochschulen und Landesvertretungen beim Bund und Europa, dem Bereich der Kirchenangelegenheiten, der Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, der Landeszentrale für politische Bildung, dem Kunst- und Kulturbereich, dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege und den staatlichen Schlössern, Gärten und Kunstsammlungen sind diese Zuweisungen, Zuschüsse gut aufgehoben. Sie werden erhöht, diese Ansatzerhöhung. Das macht mich auch stolz ein wenig, dass wir das erreichen konnten. Herausforderungen bestehen in der Abarbeitung der Investitionen der Universitäten mit den Universitätsklinikas und Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaukorridors. Erwähnen möchte ich folgende Punkte noch, das hätten wir auch nachher unterbringen können, aber die Schaffung der Möglichkeit, Transferbeauftragte an die Hochschulen einzurichten, ist ein wichtiger Punkt. Und eine erhöhte Zuweisung an die Studierendenwerke ist auch dringend notwendig gewesen. Und das Sondervermögen Unimedizin bietet notwendige Flexibilitäten, gerade in diesem so wichtigen Bereich. Was auch wichtig war, einem Kollegen zumindest von mir, war, dass der studentische Prorektor mehr demokratische Mitbestimmung zulässt. An diesem Punkt möchte ich dann enden, den Rest können wir dann in den Einzelplanberatungen machen. Vielen Dank.